In meinem heutigen Video möchte ich euch gerne die Altbau-E-Lokomotive Baureihe 191 vorstellen. Durch den Schrägstangenantrieb eine sehr interessante Lokomotive. Wobei ich hier sagen muss, dass sämtliche Lokomotiven mit Stangenantrieb immer irgendwie was Besonderes sind für mich. Und gerade während der Fahrt, wenn die Stangen in Bewegung sind, ist das für mich optisch immer was ganz Besonderes. Aber bevor es soweit ist, erst nochmal ein kleines Update zu meinem Speisewagen von Märklin, die 4024, den ich in einem der letzten Videos vorgestellt hatte, den wir hier im Bild nochmal zu sehen, die falsche Inneneinrichtung drin hat und das falsche Dach. Das heißt, die Inneneinrichtung verdeckt hier teilweise die normalen Fenster. Die Tische sind eigentlich ganz gut positioniert, aber optisch war ich damit nicht zufrieden. Und das Ganze hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Und ich habe dann immer mal wieder bei eBay nachgeschaut, ob es da nicht was Besseres gibt zum vernünftigen Preis. Und wenn man dann natürlich lange genug bei eBay schaut, wird man irgendwann fündig. So habe ich hier für 10 Euro den Originalwagen bekommen mit dem richtigen Dach und auch der richtigen Inneneinrichtung beziehungsweise von Märklin die Originalinneneinrichtung, mit der der Speisewagen dann nachgerüstet wurde. Und als i-Tüpfelchen obendrauf sind sogar noch ein paar Figuren eingeklebt, sodass der Wagen nicht ganz so leer daherkam. Und bei 10 Euro Preis musste ich da einfach zuschlagen. Der Wagen hat ein paar kleine Kratzer, aber im Großen und Ganzen ist er in Ordnung. Und ich denke, das macht Sinn, den älteren Wagen hier noch auszutauschen. Hier haben wir dann die beiden Wagen nochmal im Vergleich. Wenn die Wagen auf der Anlage in Bewegung sind, fällt es eigentlich nicht weiter auf. Wenn man sie allerdings jetzt hier nebeneinander stehen hat, dann stört mich am meisten dieses komplett geschlossene Fenster links von dem alten Wagen, wo irgendeine Inneneinrichtung dann vom Fenster steht. Und auf der rechten Seite macht das von der Optik her für mich doch einen wesentlich besseren Eindruck. So, dass das Thema Speisewagen jetzt für mich erstmal erledigt ist. Ich werde ihn austauschen. Der andere wird wahrscheinlich dann wieder irgendwo abgegeben werden. Und ich habe endlich einen Wagen, mit dem ich voll zufrieden bin. Dann kommen wir hier zu der Baureihe 191. Von Märklin habe ich mir das Modell 3629 zugelegt. Wurde gebaut von 1986 bis 1994. Damals mit einem lastgeregelten Motorola-Decoder ausgestattet, sodass wir hier schon mal digital fahren können. Der Decoder ist jetzt nicht hier der beste. Bin im Überlegen, ob ich den irgendwann nochmal austausche. Aber für den normalen Fahrbetrieb hier im Moment vollkommen ausreichend. Hier habe ich dann nochmal das Original-Katalogbild von 1998 aus dem Katalog abfotografiert. Zum Vorbild der Lokomotive wurden wohl von 1925 bis 1927 die ersten Exemplare gebaut. Und dieses Modell, was hier nachgebildet wurde, ist dann wohl der Nachfolger davon in einer etwas verbesserten Variante. Dieses wurde wohl ab 1929 dann gebaut. Davon gab es insgesamt auch nur 12 Exemplare. Die Lokomotive hatte dann wohl eine Dauerleistung von 1660 Kilowatt. Und eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 55 Stundenkilometern. Und das letzte Exemplar wurde wohl 1975 ausgemustert. Wie gesagt, für mich eine sehr faszinierende Lokomotive mit diesem Schrägstangenantrieb. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt zu meinen Lokomotiven passt, die ich hier sonst auf der Anlage habe, ist er eigentlich nochmal ein ganzes Stück älter. Zumindest vom Vorbildmodell her. Aber bedingt durch diesen Schrägstangenantrieb bin ich davon komplett begeistert. Hier im Video habe ich jetzt die Lokomotive vor die Talbot-Wagen von Märklin, die 4610, gespannt. Aber von der Optik her passt sie, finde ich, ganz hervorragend vor diesen Talbot-Zug. Damit die Lok jetzt nicht so alleine ihre Runden dreht, habe ich wieder die V200 auf die Schiene gestellt. Hier dann mit dem D-Zug und dem neuen Speisewagen. Dieser hat übrigens auch noch eine Innenbeleuchtung eingebaut, die allerdings ziemlich flackernd und wackelig ist und hat noch die alten Glühbirnen drin. Das werde ich demnächst dann mal irgendwann austauschen, wenn ich dann die Gelegenheit habe, mal die ganzen Personenwagen komplett mit Innenbeleuchtung zu versehen. Und dann werde ich das gegen neuere Modelle austauschen. Und als dritten Zug auf dem Innenkreis habe ich hier noch eine analoge Baureihe 110 mit den passenden Silberlinien fahren lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
So, das war's mit meinem Video von der Baureihe 191. Wenn ich irgendwas verwechsel oder verdreht habe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Demnächst gibt's wieder mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis gleich.